Also alarmiert waren wir zum Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen, in einem Aussiedlerhof in Mönchshaupten. Vorgefunden haben wir dann eine Scheune voll mit Stroh und Heu, also rund 500 Baller insgesamt, bereits ordentlich im Vollbrand. Und dazu haben wir noch Schwierigkeiten halt gehabt mit einer Löschwasserversorgung, die natürlich auf der Höhe nicht ideal ist. Also wir sind im Einsatz derzeit noch mit 52 Feuerwehrangehörigen von den Feuerwehrabteilungen Schombach, Pulbronn und der Feuerwehrabteilung Stadt mit insgesamt 10 Fahrzeugen. Also wir haben insgesamt 5 C-Rohre im Einsatz ums Gebäude rum, und damit wir auch von oben an den Brandherd rankommen, hat man ein Wenderohr über die Drehleiter im Einsatz. Das Stroh ist schwer zu löschen, das ist alles geballt und dicht aneinander gelagert. Wir müssen jetzt mit Hilfe des Landwirts und ein paar Schlepper das ganze Heu auseinandertragen und in Fleißarbeit dann auf der Fläche ablöschen. Also ich vermute mal, dass wir wahrscheinlich morgen oder heute den ganzen Tag noch im Einsatz sein werden.